Thank you.
schnelle Truppe noch einmal und dann geht alles normal weiter. Wie gesagt, jetzt fahren wir 16 Minuten, dann können wir erst gefahren werden. Danach können wir nach dem Blau. Ja, also mitfahren möchte. Angeblich abbringen, weil ich richtig pissig war. Ich wollte ihn einfach nur ins Sirische schicken. Boah, ich bin richtig aggro, aber richtig aggro. Machen wir das mal on? Nein, jetzt hör doch mit dem scheiß Film auf, Kerl. Leon ist Kamera schon. Sina, ganz langsam noch mal. Zweiter, damit kann man eben doch eine Sieg im ersten Rennen.
Ich hoffe, es geht so weiter. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Zeit? Absolut, auf jeden Fall. Ich hatte zwar ordentlich Steuern, hab nicht wirklich Grip aufgebaut bekommen. Die anderen haben auch nicht wirklich viel Grip bekommen, habe ich gehört. Aber so, bin ich schon ganz zufrieden. Vielen Dank für Ihr Interview. Ja, also ich muss ja vom 12. Platz starten, das ist ja der unglücklichste Platz irgendwie und der undankbarste. Hab's aber dann doch bis zum 5. vorgeschafft. Ja, in der letzten Runde habe ich ihn hier noch gerade so gepackt. Habe ich aber noch, hab ihn netterweise auf sehr leicht vorbeigelassen. Also, war schon sehr fair sein Verhalten. Und ich denke, mit dem 5. Platz kann man definitiv zufrieden sein. Ja, 5. gestartet, 6. geworden leider. Aber ich habe auf fairnesserweise habe ich ihn durchgelassen, weil wenn man sich die Rundenzahl anguckt, 56, 58, 2 Sekunden Unterschied, schon eine heftige Sache. Ja, Rennen einigermaßen gelaufen, ab und zu Fehler, übersteuern, 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 untersteuern. Ja. Aber eigentlich ganz in Ordnung, kann man mit zufrieden sein. Also, ja, wie gesagt, ich fand das Rennen super, war ein genialer Einstand, Doppelsieg, besser könnte es laufen. Start ist super verlaufen. War alles genial, jetzt kann ich nicht sagen. Mal schauen, wie das zweite Rennen ist.